Hi, Uwe hier. Ja, nach langer Zeit konnte ich heute mal wieder raus. Wetter ist nicht mehr so unbeständig wie die letzten Tage. Und ja, ich bin hier, wie ihr schon gesehen habt, im Schlaubetal. Früher Morgen. Ja, ich war ja schon öfter mal im Schlaubetal. Ist ja eine meiner Lieblingsecken sogar, muss ich sagen. Also, und heute will ich hier nicht im oberen Schlaubetal laufen, sondern im unteren Schlaubetal, also südlich davon. Da sind nicht diese Seen, wo man sonst immer läuft, sondern da fließt halt die Schlaube und es geht da durch die Natur. So, hier plätschert die Schlaube, ich zeige es euch gleich mal. Und dann geht es hier los, Richtung den Wanderweg hier, den ich mir ausgesucht habe. Wenn ihr mitkommen wollt, würde ich mich freuen. Viel Spaß, bis später. So, ich komme jetzt hier am großen Treppelsee vorbei. Das ist eigentlich das einzige Mal, wo ich hier an dem See vorbeikomme, weil die Runde verläuft ja mehr durch den Wald und nicht direkt an den Seen vorbei. Da habe ich schon mal ein anderes Video gemacht vor längerer Zeit. Da habe ich, ja, das ist schon sehr lange her, da habe ich auch überhaupt nicht dazu gesprochen. Es waren aber sehr schöne Naturaufnahmen. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch das auch mal anschauen. Ich verlinke es mal oben. Ansonsten zeige ich euch mal den Blick, den ich hier habe auf den See. So, das ist hier also, wie gesagt, der große Treppelsee. Viel kann ich von hier aus nicht sehen. Ist hier gerade alles wieder schön bewachsen. Gut, dann gehe ich jetzt zurück auf meinen Wanderweg. Ja, auf den Weg sieht man, der wird nicht so häufig gewandert hier. Leicht zugewachsen alles. Mal sehen, wie es noch so hat. Geht hier leicht berghoch. Und dann fange ich gleich an zu schnaufen. Als Flachländler. Naja. Darum mache ich es ja. Bewegung. Richtig schöner Wald hier wieder mit schönen Wanderwegen sowieso. Aber wie gesagt, diese Ecke vom Schlaubetal kenne ich noch nicht. Und bis jetzt ist es sehr schön. Läuft sich angenehm, sehr ruhig. Nur ab und zu hört man noch mal ein Geräusch von Fahrzeugen von der Straße. Macht schon Spaß. Ja, heute ist Sonntag. Normalerweise mache ich sonntags keine Touren, aber bei dem schlechten Wetter die letzten Tage und heute ist so schön, da wollte ich einfach mal noch mal los. Geht ja auch langsam Richtung Herbst. Da will man das noch mal genießen hier. Ist auch schön angenehm von Temperaturen her, wunderbar. Die Hitze im Sommer war doch ganz schön anstrengend teilweise. Ah, noch gequatscht. Weiter geht's.
Ich sag euch, herrlich mal wieder so einfach durch den Wald zu gehen. Macht Spaß. Wetter spielt mit. Herrliche Ruhe, man hört wieder nur die Vögel. So soll es sein. Ja, ich hoffe, ihr habt auch wieder ein bisschen Spaß bei meiner Wanderung. Ja, es ist ja meistens bei mir sehr ruhig. Kein Action oder sowas. Und das muss man mögen. Aber wer die Natur liebt, der schaut sich auch solche Videos an wahrscheinlich. Also mir macht es immer wieder Spaß, mal raus in den Wald zu gehen. Wunderbar. Natürlich, wenn es Wetter mitspielt. Bei Regen mag ich das nicht so. Aber heute wunderbares Wetter. Was will man mehr? So, jetzt muss ich langsam links abbiegen. Ja, mal schauen, wo es dann weitergeht. So, jetzt komme ich hier an so einen alten Wegweiser vorbei und komme hier auf diese Straße mit dem Kopfsteinpflaster. Und da geht es dann links weiter für mich durchs Schlaubetal. Das ist wahrscheinlich eine alte Forststraße hier. Die zieht sich hier quer durch. Bin ich schon mal gelaufen, aber eben weiter oben im oberen Schlaubetal. Hier scheint die Sonne herrlich durch die Bäume. Ja, man hat auch ein bisschen Hügellandschaften links und rechts. Ja. Ja, ihr werdet hier sicher einige davon kennen, das Schlaubetal. Und diese Ecke hier, wie gesagt, ist mal was anderes. Sehr schön bis jetzt der Wald hier. Man läuft zwar hier auf diesem Kopfsteinpflaster, aber man kann am Rand laufen oder in der Mitte, da geht das. Ja, Naturschutzgebiet hier logisch. Ja, dann geht es hier immer weiter für mich auf dieser Straße. Bis denne. Ja. Wieder ganz schöne Holzhaufen hier am Rand. So, Jacke habe ich auch gerade ausgezogen. Ist doch, wenn man läuft, relativ warm noch. Schön aus, wie das vermoost. Ja, das nennt sich übrigens hier alte Poststraße, dieser Kopfsteinpflasterweg hier. Oh, jetzt kommt es noch ein Stück davor und dann muss ich wieder links rum, laut meinem Navi. Ja, nichts Außergewöhnliches, halt eben durch den Wald. Aber bei dem Wetter
Und diese frische Luft, einfach herrlich. Was will man mehr? So, jetzt geht mein Weg hier Richtung Kieselwitzer Mühle. 1 Kilometer. Oh, hier könnte man Pause machen, aber muss nicht sein. Und jetzt geht es quasi da drüben weiter den Weg, weil Richtung Kieselwitzer Mühle. Mal sehen, was wir davon sehen. Eventuell. Auch noch Pflasterweg hier. Na, da hört es auf. Ein Stück bloß und dann geht es hier den normalen, auf dem normalen Waldweg weiter. Herrliche Luft. Es hat auch geregnet die letzten Tage. Richtig schön frische Luft hier drin. Wunderbar. Besser wie dieser Stadtmief in Berlin. Auf alle Fälle. Und morgen wieder Büroluft schnuppern. So, hier kommt wieder ein Stück von dem Pflasterweg. Wechselt sich hier immer ab. Und die Richtung hier runter muss ich weitergehen. In Richtung dieser Mühle. So, jetzt haben wir es hier 10:15. Könnte ja auch schon was offen sein von solchen Gaststätten, wenn es hier was gibt. Naja, wenn nicht, brauche ich es auch nicht. Oh, so Bier am Wegesrand. Wer mag das nicht? So, jetzt bin ich hier an dem Ort Kieselwitzer Mühle angelangt. Da ist auch ein See zu sehen. Oder ein Teich, besser gesagt. Und dieser Kieselwitzer Mühle scheint nur ein Wohnhaus zu sein. Oder mehrere Wohnhäuser. Okay, gehen wir weiter. So, die Kieselwitzer Mühle also. Und hier ist dieses Schlaubetal-Symbol. Das sieht man ja öfter hier als Wegmarkierung. Ja, jetzt gehe ich wieder zurück hier hoch. Und da geht nämlich mein Wanderweg dann rechts rein. So, jetzt geht's hier rein. Schlaubetal-Marathon. Schlaubetal-Wanderweg. GHS Bremsdorfer Mühle. Das ist meine Richtung. Schlaube Marathon gibt es hier auch, wusste ich noch gar nicht. Jetzt geht es hier durch einen schönen urigen Weg wieder. Ein bisschen hoch. Herrlich. Also bis jetzt macht es Spaß. Der Weg kann man empfehlen. Und am Sonntag, jetzt habe ich hier an der Mühle 2 Frauen getroffen, die sind ja auch wandern. Ansonsten totale Stille, Ruhe, kein Mensch gesehen. Ja, dann gehen wir weiter.
Der ganze Wald hier schön bemoost zwischen den Bäumen. Sieht richtig toll aus. So. Jetzt geht's hier rein in den Weg. Ja, und hier fließt die Schlaube. Ich gehe mal ran und zeige es euch dann. So, da ist die Schlaube. Schlängelt sich hier so durch die Landschaft. Ja, jetzt kommen sogar noch richtige Pausenhütten her. Naja, brauche ich nicht wirklich heute. Das ist ja nicht groß, die Wanderung. Ja. Sieht aber relativ ordentlich aus. Also kann man auch mal Pause machen, so Leute. Schön hügelig teilweise. Oh, immer wieder schön hier der Blick aufs Schlaubetal bzw. den Bach, der den Darm hier
dem Tal gibt, die Schlaube. Ah, sieht das nicht herrlich aus? So ein bewachsener alter Baum, der hier im Wasser liegt. Das wäre was wieder für Fotografen und nicht für Knipser wie ich. Aber egal. Mir gefällt's. So, jetzt geht's hier weiter. Immer an der Schlaube lang. Bis zu dieser Mühle, wo mein Auto steht. Ist es nicht mehr weit. Naja, noch 1,5 Kilometer. Das ist doch mal Natur hier. Einfach klasse. Ich merke schon, mein Video wird wieder ziemlich lang. Naja, muss ich wieder viel schneiden. So, jetzt habe ich nicht mehr weit. 8 Kilometer habe ich rum. Ich glaube, das sind auch nur so knapp 10 Kilometer, diese Wanderung. Und ja, eigentlich fast zu schnell vorbei wieder. Jetzt haben wir es erstmal 11:45. Ich schätze um 12 bin ich dann endgültig am Auto wieder angelangt und fahre nach Hause. Morgen muss ich ja auch wieder arbeiten, das Video noch schneiden. Vielleicht könnt ihr das ja schon dann Montag sehen. Ja, falls ich nicht noch was sehe, will ich mich schon mal verabschieden. Wanderung war sehr schön. Wege waren auch gut zu laufen. Natur ringsherum herrlich. Wetter hat mitgespielt. Nicht mehr so warm wie die sonstigen Tage. War richtig angenehm. Ja, ich würde mich wieder freuen über Kommentare, Likes und so weiter. Neue Abos sind auch wieder dazugekommen. Vielen Dank. Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ihr wisst ja, was ich so mache. Wanderung hauptsächlich. Keine große Action. Ab und zu mal ein Lost Place oder eine Radtour. Und wer das mag, kann gerne auf meinem Kanal bleiben und noch dazukommen. Würde ich mich freuen. Also dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Uwe. Macht's gut. Ja, hier am Gasthaus Bremsdorfer Mühle wird man von Gänsen
empfangen sozusagen. Ich weiß nicht, ob die Gaststätte offen hat. Ich habe hier gerade mal das Wasserrad gefilmt da unten. Ein paar Besucher sind auch hier, aber schauen wir mal, ob wir hier was zu essen kriegen oder nicht. Ist auch nicht so schlimm. Dann wären das jetzt die letzten Bilder.